herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, wir haben im letzten Part den versteinerten Wald da hinter uns gelassen, oder besser gesagt den verwunschenen, den verfluchten Wald, wie auch immer. Blank, der Gute, hat sich für uns geopfert und hat uns allen das Leben gerettet. Was mit dem Rest der Tantalus-Bande passiert ist, vermag keiner zu sagen. Und unser Ziel, ja, unser Ziel ist es mal zu kämpfen. Bam, 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 bam. Ich hoffe, die Geschichte mit der Trance ist jetzt endlich weg. Das würde mir sehr gelegen kommen. Ja, Gott sei Dank, es ist echt... Puh, es ist erledigt. Passt. Raus stecken. So. Rufen können wir ja nach wie vor noch immer niemand schön. Dafür hat die Garnett einfach zu wenig MP. Das heißt, heilen ist auch noch nicht los. Das heißt, wir greifen einmal an. Und wir stibitzen, was das Zeug hält. Ja, so. Und natürlich schwarz markieren. Nein. Feuer schon fertig. Wir machen nichts mehr so. Wunderbar. Die Trance-Leiste fühlt sich auch schon langsam. Super. Yeah. Her mit unseren Pünktchen. Die arme Garnett hat ja erst Level Up, also Level Up 1. Also ein Level Up. So. Nein, falsch. Ein Level hat sie. So, jetzt haben wir's. Und gleich ein zweites. Das wollte ich sagen. Warte mal. So. Karte. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach, das ist die falsche Karte. Richtig, das ist hier die Spielkarte, ne? Das habe ich auch vergessen, machen wir Alexandra, ne? Seitenstraßencheck und so finden. Wir können hier bei einem Kartenspiel dann später mitmachen. Wenn wir passende Gegner finden. Wo war dieser Seitenstraßencheck? Habe ich auch komplett vergessen. Die Position müsste passen. Sie ist hinten, genau. Ich wollte eigentlich nur Zidane mit ihr tauschen. So, ja, genau. Die Männer beschützen die Caster. Trotzdem. Ah, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Passt schon. Aber jetzt noch ein bisschen kämpfen. Ein kleines bisschen noch. Zumindest bis Garnett. Level 2 auf jeden Fall. Level 3. Level 3 wäre vielleicht nicht schlecht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall angreifen. Erstmal Blitz und so. Der nächste Angriff. Und Schnitz. Das war's mit dir, du Schlingelschlange. So, dann nochmal Angriff. Ja, ein Jadestein, sowie Schnellfeuer. Aua. So, nein, Entschuldigung. Schwarzmagie natürlich. Und wieder Blitz, das dürfte es dann gewesen sein, finde ich. So. Jawohl. Schluss aus. Sehr brav. Yeah. Und unsere Garnett hat es geschafft. Ein Level Up. Wir haben allerdings keine Items bekommen. Nein. Die Gegner wollten uns nichts überlassen. Gut. Ich denke mal... Ja, Höhle des ewigen Eises. Da geht es auf jeden Fall dann weiter. Wir könnten auch hier ein bisschen was erkunden. Ich glaube, viel kann man da uns eh nicht anschauen. Glaube ich. Ah, wir können jetzt ja mal ein bisschen umschauen. Wir brauchen sowieso ganz viele Level. Also von dem her können wir schon den einen oder anderen Kampf wagen. So, lauern wieder mal ein bisschen frisch. Und dann die Vivi wieder mit seiner schwarzen Magie. So. Wuschzack. Jawohl, einmal Potion. Und so, ja.
Ui, wegen einem Punkt. Schade. Kein Level. Dafür eine Goblin-Karte bekommen. Aber ich glaube... Ah ja, natürlich. Die Tore, genau. Das hier ist ein bestimmtes Tor. Aber das werden wir gleich herausfinden, was das ist. Zuvor tun wir noch einmal schnell kämpfen. Wie gesagt, ich werde keinen Kampf ausweichen, wenn es nicht gut ist. Super, ein Hinterhalt. Das hat sie wieder ganz gefinkelt gemacht. Ja, ja. Aber Schaden macht es auch nicht euer Ding, ne? Und Blitzelein. Diebstahl fehlgeschlagen, das auch noch. Schäm dich. Überlebt das? Wahrscheinlich nicht. Nö, Mause tut. Haben wir halt leider diese Runde nicht gebitzt. Sehr brav. Yeah! Juhu! Kavalier ist fertig. Und der Steiner hat auch was fertig gemacht. Und Garnett hat ein Level up. Oh, Moment. Nachträglich auch. So. Yeah, eine Goblin-Karte bekommen. Super. Ich glaube, die überflüssigen Karten, die wir nicht brauchen, können wir, glaube ich, sogar verkaufen später mal. Wartet kurz, bevor wir hier reingehen. Ability. So. Also bei Titani wissen wir es. Was war es bei dir jetzt schnell? Anlegen. Nein, anlegen nicht oder doch. Nein, vielleicht am Angst. Moment, ich kann es eigentlich besser anschauen, wenn wir das so machen. Hier mal. Was hast du jetzt gelernt? Oh, die Tontäubchen. Haben wir eine bessere Rüstung? Nein. Können wir nichts verändern. Wie schaut es bei dir aus, lieber Titane? Was hast du gelernt? Oh, schau mal, die beiden sind auch schon gleich fertig. Er hat Kavalier gelernt. Kann er da was ändern? Nein. Rüstungsmäßig geht nichts, nein. Apropos anlegen, wie schaut es mit unserer lieben Garnett denn aus? Oh, schaut mal, die Route, ne? Also wenn sie angreift, wenn sie heilt, glaube ich auch, ist wurscht, jedenfalls beim Kampfeinsatz auch. Kann sie drei Dinge lernen, also Vita, Antitod und Protes. Das Seidenhemd unterstützt Vita. Also ihr seht schon, ne, das zählt doppelt. Vita hat schon 8 von 30. Antitod und Protes jeweils nur 4. Können wir hier was anlegen? Oh ja, den Lederhut, den nehmen wir aber glatt. Gibt es einen Armreif auf? Ja. Ich weiß, sie kann so jetzt nichts erlernen. Ist aber jetzt gar nicht schlimm. Hauptsache, sie hat ein bisschen mehr Rüstung und so. Passt. Alles gut. Auf der Merida-Ebene sind wir. Also, wo sind wir denn hier jetzt? Was ist das für ein komisches Tor? Schau mal rein. Gibt's hier was umsonst vielleicht? Wo sind wir hier? Im Grenzgebiet zwischen Alexandria und Pomerkia. Ich glaube, es ist das Nordentor, unterhalb des Nebels. Soweit ich weiß, wird es auch der Merida-Bogen genannt. Frische Fußspuren und aufsteigender Rauch. Was sehen meine Augen da? Ist das die Kriegsflagge Alexandrias? Unerhört, dass es sogar unterhalb des Nebels Gesindel gibt, das versucht, Alexandrias Ansehen in den Dreck zu ziehen. Ja, wart mal ab, Steiner. Wären wir nicht in solch einer prekären Situation, würde ich mein Ritterschwert sprechen lassen. Aber weißt du wie? Irgendwas ist da komisch. Wie dem auch sei. Wir sollten uns beeilen. Auf geht's. Richtung besagter Höhle. Am Bogen links und dann immer am Steilhang entlang. Jo, das ist diese eisige, die wir schon beglubscht haben. Aber ich bin ja bewusst hierher gegangen, weil schau mal, was da ist. Eine Truhe mit Augentropfen. Und da hinten ist noch eine. Mann, wie man das jetzt gut sieht. Einmal Potion. Und hier, glaube ich, ist auch noch was möglich. Zitane. Horchen. Nichts machen. Na, horchen wir mal. Die Stimmen vieler Menschen.
und das Schleifen von Metall ist zu hören. Was ist da, was da wohl los ist? Durch die Tür ansprechen, nichts machen. Sicher, quatsch mal. Ist da jemand? Licht im Dunkel? Ja, bitte? Diese Stimme. Die Stimme einer holden Maid. Oh. Welch sanfte und zierliche Stimme. Oh, ah, da wird einem ganz anders. Ja, mal schnell warm machen. Was machst du denn an einem Ort wie diesem, Schnuckchen? Ich verkaufe Medizin oder ähnliches. Ach so. Und? Viel zu tun? Also, falls du es alleine nicht schaffen solltest, ich habe immer eine Hand für dich frei, gell? Ah, ich Idiot, Garnett ist ja auch dabei. Dann sollte ich mal lieber das Angraben sein lassen und gescheiter Medizin kaufen. Kannst du uns vielleicht Medizin verkaufen? Ich kann schon. Wenn du aufhörst, so zu sein, du komischer Kauz. Wie viel haben wir? Wir haben viel zu viel Zeugs. Ich denke mal, wenn wir da noch... Ich meine, ich brauche gar nichts kaufen. Nehmen wir 4 für die Arme da, ne? Bestätigen. So. Karatschanka. Das heißt, wenn ihr mal krank sein solltet, also krank, ja, verletzt... So, es trifft es besser. Wenn ihr mal verletzt sein solltet, das Zelt ist ausgegangen und so weiter und ganz viel schlimm, dann könnt ihr hier Medizin kaufen. Passt, dann gehen wir weiter. So. Das hält man schon mal. Da, Nordentor. So, dann gehen wir weiter. Es gibt nämlich noch ein Tor. Noch eins. Oh ja. Da latschen wir jetzt mal hin. Wie gesagt, die Level-Ups brauchen wir, Level brauchen wir. Wir haben viele Fähigkeiten, die erlernt werden wollen. Also von dem her passt das alles schon. Und das fröhliche Stibitzen geht weiter. Was haben wir hier eigentlich für ein Vieh? Ich glaube, das ist ein Kuh, ne? Die heißen Kuh. Ja, Kuh. Ist keine Kuh, aber die sagen halt Kuh. Also heißen halt Kuh. Ja. Aber auch, das könnte ich auch mal probieren, ob das geht. Nimm jetzt ein Schwert und das auf Blitz. Ob dann sowohl Bibi als auch Steiner ihre Fähigkeiten ausbauen. Das wäre nämlich echt interessant zu wissen. Das habe ich noch nie getestet. Jetzt hat Bibi das Ganze zweimal eingesetzt. Oh, Bibi und Steiner haben Level Up. Juhu. Ja, yeah, 208 Gil kriegen wir, ansonsten nichts Gescheites. Ihr könnt das übrigens überspringen, wenn ihr zweimal die Bestätigungstaste drückt, ja, oder einmal zusätzlich, dann ist das Geld schneller gezählt und ihr könnt frisch, fröhlich weiterspielen. Jo. Und es geht schon weiter. Jetzt habe ich vergessen, schau nicht dem. Wurscht. Aber ich glaube, es zählt. Nein, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es bei doppelt zählt. Wäre mir ehrlich gesagt sehr lieb. So, wir gehen wieder stibitzen. Zitanes Hauptaufgabe. So, Essmagie, natürlich. Blitzplatz, Blitzplatz, Boing, Platz, Platz. Und wir nehmen wieder das Magieschwert. Das können wir halt leider auch für die Events einsetzen, solange wir MPs haben. Dann ist das natürlich wieder hinfällig. Ich weiß, es zahlt sich nicht mehr aus, aber gehen wir mal ein, dass er stibitzen soll. Und gute Nacht. Das war's mit dir. Und unsere Siegeshymne. Jawohl. Wunderbar. Bald wieder Level Up für die Garnett. Eine Goblin-Karte. Supi. Und haufenweise Gil. Also hier ist unten die Eishöhle, wo wir dann gleich hin müssen. Und ich glaube, da hinten ist noch ein Tor. Ich bin mir recht sicher, da müsste noch eins sein. Werden wir gleich sehen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wir gehen wieder stibitzen. Wir nehmen die Essmagie. So, ich würde
würde sagen, ja, hauen wir es da drauf. Die gute Garnett und der liebe Herr Steiner. Wieder einmal kann er noch machen, dann ist finster. So. Quatsch. Und dann denke ich mal, beim nächsten Kampf werden wir mal heilen. Die gute Garnett könnte ein bisschen Heilung vertragen. Supi. Yeah, wow, Level up. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen für unsere Garnett. Potion haben wir bekommen, sehr gut. Ja, ja, gut ist das. Her mit den Zeugs, ja, ja. Ich glaube, irgendwo da hinten war das. Ich hoffe, ich verdumme mich jetzt gerade nicht. Aber ich bilde mir ein. Verflixt. Ich musste über den Fluss. Das habe ich nicht mehr gewusst. Entschuldigung. Baum, 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 baum. Das habe ich vergessen. Zu meiner Schande. Ach, nur noch einmal geht's noch. Zu meiner Schande habe ich das vergessen. Alle hopp. Und heia! Wir machen mal heilige Magie. Auf unseres hübsches Kaninchen. Und so und dann noch Blitzelein. So. Yeah. Und zack, zack, nichts gewitzt. Schade. Karabanja. Jawohl. Subi. Achtung. So, Echokraut und haufenweise Gill. So, die werden bald stinken, Flattergill. So ein Mist. Wo war denn jetzt diese blöde Brücke? Gab es überhaupt eine Brücke? Voll vergessen. Ah, ich weiß schon. Warte, da konnte man noch gar nicht hin, glaube ich. Das war von der anderen Seite, ich weiß schon. Gut, wir können zurück zur Höhle. Ist mir gerade wieder eingefallen. Ich glaube, hier gab es keine Brücke. Da konnte man anders hin. Erst später. Ich glaube, erst später. Nein, das geht nicht. So. Oh nein, der arme Bibi kann auch nichts mehr. Jetzt ein Äther nehmen. Nee, ich werde dann ein Zelt nehmen. Ich nehme mal auf Sammeln. Vielleicht hilft es ja was. Heilen. Jo. Und nicht schlecht, den guten Steiner. Und da tun wir noch Stibitzen. So, und einmal Angriff noch. Wie gedacht. Das war's mit dem Mistviech, jawohl. Und Tschüss erlernt, supi! Echokraut und Potion bekommen. Super. Nein, weil ich glaube... Nein, nein, da gab es keine Brücke. Passt schon. So, dann gehen wir hier hin in diese Grotte. Aber zuerst... So, wenn ich jetzt weiß, welche Taste das war... Pause, nein. Wie konnte ich jetzt schnell den Mogli rufen? Ah, P war's, genau. Bitte, ich hätte gern ein Zelt. Ausruhen bitte, ja. Oh. Ja, speichern wäre auch gut, bitte gerne. Das nehmen wir auch gleich. Jupp, gleich hier drauf, bitte. Ramdadam. Und zwar hier hin. Die Firma dankt. Supi. Wäre schade drum, wenn wir das verlieren würden. Das wär's. Tschüssi. Höhle des ewigen Eises. Boah. Puh. Das ist die Höhle. Thank you.
also ist was, Vivi? Kennt ihr die Höhle des ewigen Eises? Yep, schon mal gehört. Ist sie das etwa? Mhm, ich glaube schon. Auf jeden Fall sollte sie sich in der Nähe des verwunschenen Waldes befinden. Erzählungen über diese Höhle sind mir auch schon zu Ohren gekommen. Es soll ein wundersamer Ort sein, vollständig in Eis gehüllt. Alles, was ich weiß, sind nur Geschichten, die mir mein Großvater erzählt hat. Aber die Höhle soll bis hoch über die Nebelschicht führen. Das ist ja großartig. Euer Großvater ist wohl ein sehr gelehrter Mann, Meister Vivi. Wenn wir den Nebel durchstoßen haben und uns endlich wieder in die Strahlen der Sonne wärmen, richtet eurem Großvater doch bitte bei passender Gelegenheit meinen aufrichtigsten Dank aus. Großvater hat mich viel gelehrt, aber leider ist er bereits verstorben. Das wusste ich nicht. Bitte verzeiht meine überflüssigen Worte. Schon gut. Mach dir nichts draus. Recht hat dein Großvater. Dann lass uns mal mit dieser großen, weiten Höhle anfangen. Höhle des ewigen Eises. Bei dem Gedanken allein wird mir schon wieder huschig kalt. Ja, kalt. Und gar nicht auch. Ach, welch berückende Idylle. Ich hörte ja, wie schön es hier sein soll, aber in Natura übertrifft dieser Ort selbst die ausgeschmücktesten Erzählungen. Wow, die hätte ich gerne in meinem Garten. Diese prachtvollen Blumen, wie die wohl alle heißen mögen. Prinzessin, nicht anfassen. Die Pflanzen könnten giftig sein. Ich finde die Blümchen ja auch hübsch, aber vor allen Dingen finde ich es hier irre kalt. Gehen wir vielleicht mal? Na klar, so dünn wie du gekleidet bist, ne? Auch hier gilt wieder die Devise, alles ein bisschen absuchen. Hui. Wieder den Rufzeichen hier folgen, schön zur Kiste hin. Ich hoffe, so geht's. Jawohl. Ein Zelt, supi. Alle hopp. Und, wieder sich ein bisschen Zeit lassen. Diese Dinger hier sind Gegner, genau. Also überall, wo es so Luftzüge gibt, da ist halt ein Gegner versteckt. Aber wie gesagt, wir machen alles schön brav mit, also dürfen die Gegner ruhig kommen. Was bist denn du für ein komisches Viech? Garnettchen. Schau mal, was das ist. Was du fandst. Aha. Sehr gut. Wir haben auch wieder haufenweise Magie. Das heißt, der liebe Steiner kann schon mal Vollgas geben. Und natürlich auch der gute Virus. Schluss aus. Es hatte keine Chance. Sauber gemacht, meine Herren und meine Damen. Yeah. Fast Level Up für unser Titane. Ein Äther. Wow, ein Äther. Super. Ah, und da kommt er schon wieder. Jawohl. Puste, puste. Einmal stibitzen. Dann Batsch. Ja, normaler Angriff müsste passen. Was? Jetzt schnell. Potion Supi, 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 supi. Einmal Blitz und so und einmal hier nochmal Blitz und so. Jawohl. Ha. Ja. Das war zu viel für das Viech. So. Und Attacke. Und der gute Steiner macht. Hurra. Jawohl. Sehr gut gemacht, Leute. Baba. Supi. Wir bekommen einmal
Level Up für Zitane und er hat eine Fähigkeit gelernt, das Räuberauge. Super fein. Potion bekommen wir und haufenweise Gil. Yeah. Dam, di, dam. Jo, die Gegner hier sind ja auch eigentlich, ja, unendlich, kann man sagen. Warte mal, ist da drüben was versteckt? Nein. Dam. Oh. Es sind 25 Minuten. Ich würde sagen, wir belassen es mal hier. Ich würde sagen, wir beenden den Part. Weil es gerade so gut passt. Weil dann können wir im nächsten Part die Höhle vielleicht, wenn es gut läuft, beenden. Also, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.